Klamotten reingeschmissen, hat es mir einen halben Arsch weggerissen. Das war wirklich sehr, sehr, Entschuldigung, aber es war ganz, ganz schlimm. Dann habe ich mich nicht mehr rühren können, dann habe ich gerufen, Sanitäter! Sanitäter! Also, ne, habe ich gerufen, eine halbe Stunde lang, bis ich gar keine Stimme mehr gehabt habe, habe ich dann doch mein Handy raus und habe angerufen. Und dann sind die gekommen, haben gesagt, weg, was ist Ihnen passiert? Ich bin halt früh um 5:30 aufgestanden. Haben wir mal Jäckel und vor mir in den Wald kommen, in Grondenei, hat es einen halben Arsch weggerissen. Sagen die Allmächte, brauchen wir den Notarzt, müssen wir den Notarzt rufen. Sag ich, nein, haben gesagt, nehmen wir sie in den Funk, dann geht's schneller. Ist der Notarzt gekommen, sagt die Sanität, was ist da passiert, ist Sanität, fragen Sie mal den Heizmann, ich bin halt 5:30 aufgestanden, haben wir Jäckel und vor mir in den Wald kommen, in Grondenei, hat es einen halben Arsch weggerissen. Dann sofort ins Krankenhaus, bin ins Krankenhaus reingekommen, in die Notaufnahme, kommt so eine Notschwester, so eine Schwester, die man so eine Notarztschwester nehmen kann. Ne? Und hat er gesagt, was ist denn nie passiert? Ich bin halt früh um 5:30 aufgestanden, habe Jäckel und vor mir in den Wald kommen, dann ist mir halb Arsch weggerissen. Sofort zum Operieren. Bin in die Operationssaal gekommen, kommt der Professor, was ist denn Ihnen passiert? Ja, ich bin halt 5:30 aufgestanden, habe Jäckel und vor mir in den Wald kommen, dann hat mir halt Arsch weggerissen. Ich sage, das ist eine schwere Operation, da holen wir erst mal den Herrn Dekan. Ist der Herr Dekan gekommen? Ne? Sieht er mich Darling auf der Britschen, ne? Sagt der Herr Volker, was ist denn dir passiert? Sag ich, Herr Dekan, ich bin halt 5:30 aufgestanden, habe Jäckel und vor mir in den Wald kommen, dann hat es halt einen Arsch weggerissen. Sag ich, bitte, Volker. Du bist eine vierte Gesicht, ja, du kannst solche Worte sagen. Und ich als Dekan schon gleich gar nicht, dann musst du dich gewählter ausdrücken. Was wollen wir sagen? Da sagst du, da ist ein Geschoss in das Gesäß eingedrungen. Ne? Habe ich mir noch gemerkt und in dem Moment bin ich eingeschlafen. Ja? Bin ich operiert worden, bin wieder aufgewacht, wunderbar, ich war gesund, mir hat nichts mehr wehtan. Ich durfte rausgehen und ich gehe raus und fahre, ja, mit dem Taxi bis zum Rathaus. Wer kommt aus dem Rathaus? Der Herr Oberbürgermeister. Ne? Sagt er, ja, Volker, wie geht's denn dir? So, Thomas, früh um 5:30 bin ich aufgestanden, habe meine Jäckel und komme in den Wald, komme in den Grab rein, ist mir ein Geschoss in das Gesäß eingedrungen. Und der Thomas sagt, kannst du mal froh sein, dass du einen halben Arsch nicht gerissen hast. Das sind halt die Fälle, ne?